Heute geht es jetzt um Harry Frankfurt, diesen netten älteren Herr hier. Aber Sie werden entsetzt sein, wenn Sie erfahren gleich, was er für Bücher geschrieben hat. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt so, Bullshit. Darüber hat er ein Buch geschrieben. Genau genommen ist es gar kein Buch, sondern es ist eigentlich nur ein Essay. Dieses Buch ist sehr klein. Ich kann es mal das nächste Mal mitbringen und durchgehen lassen. Ist so groß, im Surkamp Verlag, so ein kleines Format. Und die Schrift ist sehr, sehr groß. Also es ist eigentlich ein Aufsatz, der in Buchform erschienen ist. Ein sehr, sehr lesenswertes kleines Büchlein, was sich mit der Frage beschäftigt, was Wahrheit ist. Und Frankfurt sagt, Bullshit ist also eine besondere Art der des Wahrheitsentzugs. Also Bullshit ist letztendlich Indifferenz gegenüber der Wahrheit. Es ist nicht Lüge, weil Lüge wäre gerade nicht Indifferenz gegenüber der Wahrheit, weil die Wahrheit in der Lüge bewusst wahrgenommen wird, bewusst reflektiert wird und bewusst gegen die Wahrheit sich entschieden wird oder eine Aussage getätigt wird, die gegen die Wahrheit gerichtet ist, die nicht der Wahrheit entspricht, was aber impliziert, dass man eben weiß, was wahr ist, während Bullshit nach Frankfurt noch schlimmer als die Lüge ist, weil Bullshit gar keine Reflexion mehr darauf enthält, was wahr oder falsch ist. Demjenigen, Harry Frankfurt nennt ihn, diese Person, ein Bullshitter, dem ist die Wahrheit gänzlich egal, gänzlich gleich. Und das, sagt Frankfurt, ist noch viel schlimmer als jemand, der lügt. Ja, jemand, der gar nichts auf die Möglichkeit von Wahrheit gibt. Also sehr lesenswertes kleines Büchlein, und wir wollen aber heute uns mit zwei ganz zentralen Aufsätzen beschäftigen. Und wir haben den auch rumgeschickt, diesen Aufsatz. Weil es ein Bachelor-Seminar ist, haben Sie diesen Aufsatz auf Deutsch bekommen. Aber er ist natürlich im englischen Original schon viel früher erschienen. Also er ist erst 2001 wirklich gut ins Deutsche übersetzt worden. Er ist aber schon 30 Jahre davor erschienen. Und zwar in diesem Journal of Philosophy. Da war Harry Frankfurt, habe ich nachgerechnet, erst 32. Sehr gut für 32, so einen Aufsatz zu schreiben. Und dieser Aufsatz ist ein Klassiker. Und deswegen lesen wir ihn auch in der heutigen Sitzung gemeinsam. Und wir lesen ihn unter folgenden Leitfragen. Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Fragen aufgelistet, dass Sie die einfach auch mal so ein bisschen im Hinterkopf haben. Also Frankfurt kritisiert zu seiner Zeit, Anfang der 70er Jahre, gängige Theorien der Person. Also wir wollen damit auch immer den Blick werfen auf benachbarte Gebiete, die mit der Willensfreiheit eng zusammenhängen. Also Willensfreiheit steht nicht für sich. Dies ist zwar ein Riesenkomplex, wir haben ja das letzte Mal hier so einige Begriffe angeschrieben, wir hätten da auch noch irgendwie den Begriff der Person aufnehmen können. Der hängt natürlich auch mit Willensfreiheit zusammen. Also Willensfreiheit schwebt nicht irgendwie in der Luft, sondern es ist immer die Frage, wer oder was ist da willensfrei? Und das ist die Frage nach dem Subjekt der Freiheit oder auch nach der Person. Wie versteht Frankfurt die Person? Weil der Titel, wie Sie ja sehen, eben Freedom of the Will and the Concept of a Person heißt. Also es ist immer diese Doppelung Willensfreiheit und Person. Dann diese ganz berühmte Unterscheidung zwischen Volitionen, also Volitions erster Ordnung und zweiter Ordnung. Und hier stellt sich natürlich gleich ein Problem, wenn Sie mal überlegen, wenn Willensfreiheit bedeutet, von einer höheren Warte von Volition zweiter Ordnung auf Volition erster Ordnung zu reflektieren, dann stellt sich das Problem, wieso soll ich denn auf der zweiten Ordnung bleiben? Wieso soll das das Ende sein? Müsste ich nicht noch eigentlich von einer dritten Ordnung die Volition meiner zweiten Ordnung reflektieren und so weiter von einer vierten Ordnung die der dritten? Das hat doch gar kein Ende. Wo soll denn bitte schön jetzt dann Schluss sein bei dieser Reflexion? Und das ist also ein Regressproblem, könnte man sagen, oder so eine unendliche Hierarchie, die sich aufbläht. Und Frankfurt hat da auch eine These zu diesem Regressproblem. Dann kann man sich fragen, was gehört nach Frankfurt zum Wesen einer Person und wie unterscheidet sich diese willensfreie Person von Tieren zum Beispiel. Auch eine Frage ist, was ein Wanton ist. Das ist ein Triebhafter, die deutsche Übersetzung ist ein Triebhafter. Und das ist auch gar nicht so klar, was damit gemeint ist. Wir wollen diesen Begriff auch klären. Dann kann man sich fragen, wie Vernünftigkeit, Personalität und Willensfreiheit miteinander zusammenhängen. Also, ist eine Person willensfrei, die vernünftig ist? Ist Vernünftigkeit hinreichend für Willensfreiheit? Das ist eine ganz alte Debatte, wie Sie vielleicht wissen. Im Mittelalter gab es schon diese Debatte zwischen Intellektualisten
und Voluntaristen, also Intellektualisten, sagten, Willensfreiheit besteht in der Vernunft, im Befolgen desjenigen, was die Vernunft vorgibt. Und Voluntaristen sagten, nein, der Wille ist das Entscheidende, nicht die Vernunft. Und diese Debatte findet sich auch schon wieder bei Harry Frankfurt in Ansätzen. Also wie verhalten sich Vernünftigkeit, Vernunft und Wille hinsichtlich der Frage nach der Freiheit? Ja, dann kann man sich fragen, wie er Willensfreiheit bestimmt, im Gegensatz zu, oder Analogie zur Handlungsfreiheit. Da hatten wir in der letzten Sitzung schon diskutiert, wie man das genau definieren kann. Dann die ganz spannende Frage, Willkür, Thema der Willkür oder der Wahl. Ist für Harry Frankfurt Willensfreiheit eine Freiheit der Wahl, der alternativen Möglichkeiten? Oder ist das Prinzip der alternativen Möglichkeiten, was wir hier immer mit PAP abkürzen, PAP, ist das eigentlich irrelevant oder sogar falsch? In einem weiteren Aufsatz wird Harry Frankfurt sagen, es ist falsch, it is wrong, das sagt er so wörtlich. Das ist eine Frage. Und dann kann man sich fragen, wenn jetzt alternative Möglichkeiten nicht so wichtig sind oder sogar falsch sind, dieses Prinzip für Harry Frankfurt, wie verhalten sich dann Willensfreiheit und Determinismus zusammen? Sind sie miteinander vereinbar? Und wie begründet er diese Auffassung, dass sie vereinbar sind, obwohl dieses Prinzip nicht berücksichtigt werden muss? Das ist die spannende Frage. Das sind, glaube ich, jetzt unsere Hauptfragen für die heutige Sitzung. Sie können sich, wie gesagt, die Folien jetzt herunterladen, wenn Sie auf philocast.net gehen und den neuesten Eintrag sich anschauen. Haben Sie genau diese Folien jetzt auch vor sich, wenn man das jetzt nicht so gut lesen kann wegen der Sonne. Gut, dann beginnen wir doch einfach mal mit dem Aufsatz. Wir machen das immer so, dass wir die für uns wichtigsten Zitate hier auf die Folien kopieren und dann hierhin projizieren und dann einfach gemeinsam lesen und dann über diese Zitate diskutieren. Er fängt mit einem Zitat an, das lautet folgendermaßen, ich lese vor. Was unter Philosophen neuerdings als Analyse des Begriffs der Person angesehen wird, ist in Wirklichkeit gar keine Analyse dieses Begriffs. Strawson, das ist also ein bekannter Philosoph dieser Zeit, dessen Wortgebrauch zum gängigen Standard geworden ist, bestimmt den Begriff einer Person als, Zitat, den Begriff eines Typs von Entitäten derart, dass sowohl Prädikate, die Bewusstseinszustände zuschreiben, als auch Prädikate, die Körpereigenschaften bezeichnen, auf ein einzelnes Individuum dieses besonderen Typs gleichermaßen anwendbar sind. Das ist also nach Strawson eine Person. So, und er sagt Person. Person gleich. Individuum, könnte man sagen. Marco, wir machen das Individuum. Wie wollen wir das am besten veranschaulichen? Ein Individuum ist eine Person. Und das hat sozusagen zwei Eigenschaften. Und auf das können wir zwei Klassen von Prädikaten gleichermaßen anwenden. Ne? Also hier wäre das eben Prädikate, die Bewusstseinszustände beschreiben, als auch Körpereigenschaften. Also man könnte sagen, mentale Prädikate und physische oder physikalische. Oder körperlich. So, und das ist jetzt für Frankfurt nicht befriedigend. Und jetzt können Sie sich mal überlegen, warum. Warum können wir eine Person nicht so angemessen beschreiben, dass wir sagen, es ist ein Individuum, was sowohl mentale wie physikalische Prädikate prädiziert bekommen kann. Überlegen Sie mal. Wenn Sie schon ein bisschen weitergelesen haben, wissen Sie es schon, weil Frankfurt gleich im nächsten Zitat das jetzt kritisiert. Ich glaube, wir können das Fenster wieder zumachen. Ja. Überlegen Sie mal, warum ist das nicht angemessen, um eine Person zu beschreiben? Ja. Genau. Mhm. Genau. Zumindest nicht alle Tiere. Also man könnte sich jetzt die Frage stellen, sind wir als Personen auch Tiere? Gibt es personale Tiere? Also, ne, also wir sind natürlich auch irgendwie organisch verfasst. Wir teilen sehr, sehr viel auch von unserer DNA mit Schweinen und Ratten und so. Also wir haben schon sehr viel tierische Anteile in uns, aber die Frage ist einfach, das genügt es. Ne?
ist das nicht eine zu weite Definition? Eine zu weite Definition. Da fallen offensichtlich Wesen, Entitäten, Lebewesen drunter, von denen wir definitiv sagen würden, sie sind nicht Personen. Sie hatten sich jetzt gerade gemeldet und ein Tier genannt. Was könnte denn ein Tier für mentale Prädikate zugeschrieben bekommen, zum Beispiel? Haben Sie eine Idee? Meinen Sie jetzt, was die Kognition betreffen? Ja, also dass man einfach mentale Prädikate auch aufs Tier. Was für ein mentales Prädikat kann ich denn konkret jetzt mal einem Tier zum Beispiel zuschreiben? Ja? Ja, Instinkt ist jetzt noch ein bisschen, Marco, wie siehst du es? Instinkt, wäre das ein mentales Prädikat? Schwierig, vielleicht jetzt unkontroverser, ich weiß nicht. Also die Frage ist auch, ob man Instinkte immer erleben muss oder ob das nicht vielleicht einfach nur etwas ist, was wir postulieren, um ein bestimmtes Verhalten zu erklären. Aber man kann Instinkt schon so verstehen, dass man etwas instinktiv macht, dass es dann, aber es muss vielleicht nicht unbedingt implizieren, dass man diesen instinktiven Drang dann auch bewusst erlebt. Also vielleicht gibt es noch jemanden, also vielleicht fällt jemand noch. Da hat er sich noch, ja? Ich würde vorschlagen, Lernen oder Lernfähigkeit. Ja, durchaus auch, also im Sinne von Kognition, wenn man jetzt also sagt, das Tier hat zum Beispiel so eine instrumentelle Intelligenz manifestiert, also zum Beispiel Krähen. Krähen können instrumentelle Schlüsse ziehen. Die wissen also, wenn ich die Nuss auf die Straße fallen lasse, dann fährt ein Auto rüber. Und deswegen lassen sie die runterfallen. Das ist also dieses Phänomen, aber das wäre jetzt nicht so ein Art mentales Prädikat, was man direkt zuschreibt. Das ist eher so eine Disposition oder Vermögen oder so. Ja, aber, ja? Furcht, genau, würde ich sagen, oder? Oder so ein emotionaler Zustand. Das hatten Sie ja auch schon ins Spiel gebracht, ne? So ein Qualia, also Quale, also ein Bewusstseinszustand, ein Wie-Zustand zum Beispiel, oder Marco? Ja, ich würde da vielleicht noch die allgemeine Anmerkung machen, dass Frankfurts Punkt, also ich finde ihn total überzeugend, denke du auch, Frankfurts Punkt ist natürlich nicht unumstritten. Also es gibt berühmterweise die Cartesianer oder Descartes selbst, der eben bezweifeln würde, dass Tiere überhaupt Bewusstseinszustände haben. Genau. Und der eben sagen würde, die funktionieren ganz normal wie Maschinen, denen können wir eben physikalische Eigenschaften zuschreiben, aber wenn wir denen mentale Eigenschaften zuschreiben, dann machen wir damit einen Anthropomorphismus oder wie auch immer man das nennen würde. Und ich kenne aber ehrlich gesagt, mir fällt jetzt gerade keiner an, der heute noch so etwas vertritt. Ja. Insofern ist es sehr unpopulär geworden, so eine Cartesianismus. Man muss zur Fairerheitshalber dazu sagen, also ich hatte im letzten Semester ein Seminar gegeben über den Geist der Tiere und Descartes, also du hast es auch richtig, völlig richtig wiedergegeben, Descartes sagt nicht, dass Tiere keinen Geist haben, also er macht keine ontologische Aussage, sondern sagt eben, wie du es auch gesagt hast, wir können es nicht wissen. Und beziehungsweise er hat eher so einen methodologischen Ansatz, er sagt, es ist am vernünftigsten, am ontologisch sparsamsten, aufgrund unserer phänomenalen Ausgangslage, Tieren nicht sowas wie mentale Prädikate zuzuschreiben, sondern es reicht völlig aus, das ganze Verhalten von Tieren mechanistisch, also physikalistisch zu beschreiben. Also das ist dieser Unterschied. Er sagt nicht direkt, sie sind Maschinen, sondern er sagt, wir verstehen sie am besten, wir sollten sie verstehen als Maschinen, weil alles andere völlig unnötig ist. Dann noch was Zusätzliches zu postulieren. Es genügt völlig, sie so zu verstehen. Ja. Aber das ist diese kartesische Position. Und wie du, glaube ich, völlig richtig sagst, vertritt heutzutage eigentlich niemand mehr richtig. Ja. Ja. Sonst noch eine Idee für einen mentalen Zustand eines Tieres als emotionale Zustände. Und tatsächlich, wie Sie schon sagten, also auch wir finden durchaus bei höheren Tierarten Intelligenz und instrumentelle Rationalität, wie eben bei Krähen und Raben. Die sind also wirklich sehr, sehr intelligent, sehr beeindruckend. Ja. Also das ist, Sie sehen, also er kritisiert jetzt, Strawsons Auffassung der Person ist zu weit. Da fallen Individuen drunter unter diese Definition, die beiden also Eigenschaften, Anforderungen genügen, aber die wir nicht als Person bezeichnen würden. Ein Tier, was in einem mentalen Zustand der Furcht hat oder der Angst hat oder was auch immer, das ist keine Person.
dadurch schon. Also wir müssen sozusagen, das ist die Stoßrichtung, wir müssen das Mentale hier ein bisschen weiter analysieren. Ne? Also hier müssen wir ansetzen. Das Mentale als solches genügt noch nicht. Wir müssen einen Spezialfall von mentalen Prädikaten oder mentalen Eigenschaften analysieren, um auf die Person zu stoßen. Ja, das, und jetzt kommt die Antwort. Also nun gibt es jedoch neben Personen noch viele andere Entitäten, die sowohl mentale wie physische Eigenschaften haben, nämlich Tiere. Manche Tiere oder eigentlich alle Tiere. Auch wenn es merkwürdig scheinen mag, aber es ist nun einmal so, dass es kein gebräuchliches englisches oder deutsches Wort für die Art von Entitäten gibt, die Strawson sich denkt. Entitäten, zu denen außer Menschen genauso auch Tiere verschiedener niedriger Arten gehören. Doch rechtfertigt dieser Umstand natürlich nicht den Missbrauch eines wichtigen und wertvollen philosophischen Terms. Sagt also Missbrauch, wir sollten ihn nur reservieren für also Individuen, die in diesem sehr engen und ausgezeichneten Sinne Person genannt werden können, weil Person auch ein normativer Begriff ist, würde ich sagen, oder? Also mit dazu, wenn wir sagen, das ist eine Person, dann unterstellen wir, dass sie zum Beispiel zurechenbar ist für ihre Handlung, ja? Dass sie eine Trägerin von Zuschreibung sein kann, Objekt von Zuschreibung wie Schuld, wie aber auch wie Lob und so weiter, ja? Die wir, von der wir etwas fordern können als Person, ja? Die wir auch auf eine besondere Weise behandeln müssen, die sowas wie eine Würde hat zum Beispiel. Also Würdewesen ist auch so ein Begriff, also ein Synonym für Personen, sind Wesen, die eine Würde haben. Und also vielleicht dazu fällt mir jetzt noch ein, also da kennst du dich auch besser auch in Personentheorien allgemein, aber es gab noch die Martine Niederrümelin, die Schwester von Julia Niederrümelin, die war mal hier, hat einen Vortrag gehalten, da ging es um... Also da ging es gerade um diese normative Grenze, wo man die ziehen soll. Genau. Und ich glaube, sie würde jetzt vielleicht nicht unbedingt sich auf den Begriff Person festlegen, aber die würde, glaube ich, schon sagen, dass die entscheidende Grenze ist dort, wo wir eben sowas wie Bewusstsein haben, mentale Zustände allgemein. Deswegen würde sie das viel weiter fassen, als wir das zum Beispiel in unserem deutschen Recht heute haben. Und würde selbst fliegen und so weiter, wenn ich mich genau. zum Beispiel... Ja. Dem würde sie eben auch schon sowas genau. bestimmte Rechte zuschreiben. Genau. Also du sagst völlig richtig, es gibt Vertreterinnen und Vertreter der Philosophie, die sagen, wir müssen diese Hürde gar nicht so hoch setzen. Sondern es genügt tatsächlich, dass wir so ein Innenleben haben, so ein bewusstes, also phänomenales Bewusstsein. Selbstbewusstsein muss gar nicht erfüllt sein, dass das Tier, das Lebewesen irgendwie weiß, was es denkt oder so eine zweite Ordnung von Reflexion hat, sondern es genügt, dass ein Lebewesen einfach empfindungsfähig ist und irgendwas registrieren kann. Und da sagt Martine Niederrümelin, das ist für sie die entscheidende Grenze für Normativität. Ob ein Tier Bewusstsein hat, phänomenales Bewusstsein, ein Lebewesen. Und nicht, ob es noch irgendwelche vernünftigen Momente hat oder Second-Order-Volitions oder so. Das sagt sie, das ist schon viel zu viel gefordert. Wir setzen die Hürde ein bisschen niedriger an. Ja. Kann man natürlich auch machen. Das ist dann so eine Position, die eben auch häufig dann in so einem Tierschutz, den Tierschutz sehr stark macht. Aber es heißt natürlich auch nicht, dass wenn wir Personen jetzt so eng fassen und im Mentalen nochmal bestimmte Fähigkeiten aufweisen müssen, dass wir dann schließen können, dass wir Lebewesen, die nicht diese engeren Definition von Person genügen, dass wir die einfach indifferent behandeln dürften. Also das folgt daraus nicht. Ne? Die Tatsache, dass ein Individuum keine Person ist, ein Lebewesen keine Person ist, heißt nicht, dass es nicht auch gewisse Rechte besitzt oder dass es auf eine bestimmte Weise behandelt werden sollte. Finde ich nicht, dass das daraus folgt. Halt nicht in so einem exklusiven Sinn, aber in einem abgeleiteten Sinn kann man das durchaus auch sagen. Genau. Ist ja trotzdem ist auch, genau. Obwohl ein Tier keinen Personenstatus hat, ist das verboten. Manche Philosophen wie Immanuel Kant haben das so begründet, dass sie gesagt haben, wir sollten nicht deswegen Tiere nicht quälen, weil es den Tieren so schlecht dabei ergeht, sondern weil das unsere Moralität verdirbt. Also er hat das auch wieder von der Person aus gedacht. Ne? Jemand, der Tiere quält, der wird moralisch korrumpiert und dessen Moral leidet darunter. Ja, ist vielleicht ein bisschen zu sehr subjektzentriert, aber also ich denke, dass das nicht draus folgt. Ja. Okay, und jetzt kommt die
generelle These, jetzt kommt so diese Frage, die Antwort auf die Frage, was ist dann dieses Mentale im engeren Sinne, was Individuen zu Personen macht? Und das ist jetzt die Antwort drauf, das ist so die Perspektive des ganzen Aufsatzes. Er sagt, ich bin der Ansicht, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen Personen und anderen Kreaturen in der Struktur des Willens einer Person zu finden ist. Menschen sind nicht die einzigen Wesen, die Wünsche und Motive haben oder die Wahlentscheidungen treffen. Sie unterscheiden sich darin nicht von Mitgliedern anderer Arten, von denen einige anscheinend sogar Erwägungen anstellen und Entscheidungen nach vorhergehender Überlegung treffen. Wie zum Beispiel Krähen oder Delfine. Solche Tiere können das. Es scheint aber eine besondere Eigentümlichkeit von Menschen zu sein, dass sie, wie ich sie nennen werde, Wünsche zweiter Stufe zu bilden fähig sind. Also hier kommt jetzt diese berühmte Second-Order-Theorie ins Spiel und wir lesen gerade mal weiter. Neben Wünschen und Willen. Ach so, ja. Ganz kurz so einen ganz kleinen Ausdruck unterstreichen, auf den wir dann vielleicht später zurückkommen. Aber wer sagt an dieser Stelle, dass es Menschen eigentümlich ist, dass sie Wünsche zweiter Stufe bilden können oder dass sie fähig sind, sie zu bilden? Ich wollte das nur mal unterstreichen und ich komme später darauf zurück. Da war noch eine Meldung ganz hinten. Ja, genau. Ich habe nicht ganz verstanden, über was wir sprechen, wenn wir über das Bewusstsein sprechen. Wie genau ist das definiert? Bewusstsein jetzt in diesem Text oder das Mentale hier? Also Bewusstsein generell. Okay, also Bewusstsein kann man eben unterscheiden. Ich mache das mal kurz hier aus. Moment. Ach so. Wir können zwischen Bewusstsein und Selbstbewusstsein unterscheiden. Und Bewusstsein im bloßen Sinne wird häufig auch phänomenales Bewusstsein genannt. Phänomenales Bewusstsein bedeutet, dass man so etwas wie ein Wie-Zustand, eine Empfindung hat, eine subjektive Empfindung haben kann. Also Schmerzempfinden ist zum Beispiel ein Fall von phänomenalem Bewusstsein. Dass ich also innerpsychische Ereignisse wahrnehme. Ja. Qualia, also das Wort Qualia ist hier so ein Punkt. Qualia kommt von lateinisch quale und bedeutet wie beschaffen. Es sind also wie Zustände, wie es ist, etwas zu sein, wie es ist, Zahnschmerzen zu haben. Also Zahnschmerzen als Zahnschmerzen empfinden zu können und das bewusst empfinden zu können. Also ich bin mir dessen, ja, also dann, da fängt es dann schon an mit diesem bewussten, wann ist es Selbstbewusstsein, ne? Aber also einfach ein Wie-Zustand in sich zu haben. Ja. Das geht eben zurück auf einen berühmten Aufsatz von Thomas Nagel, glaube ich. What is it like to be a bat? Heißt der Aufsatz. Und also ich glaube, so ein Unterschied, auf den er irgendwie aufmerksam machen will, ist, wir würden irgendwie sagen, dass es irgendwie ist, dass es sich irgendwie anfühlt, eine Fledermaus zu sein. Oder vielleicht sogar schon eine Fliege zu sein. Aber im Unterschied dazu würden wir nicht sagen, es ist irgendwie oder es fühlt sich irgendwie an, ein Stein zu sein. Also da ist irgendwie nochmal ein Unterschied, den man vielleicht mit diesem Begriff des phänomenalen Bewusstseins oder dass es irgendwie ist, so zu sein, fassen kann. Und dessen kann man nochmal dann eben unterscheiden zwischen dem Selbstbewusstsein, wo dann irgendwie noch was Reflektives. Genau. Das Problem ist, wenn wir jetzt über Selbstbewusstsein, über phänomenales Bewusstsein reden, sind wir eigentlich schon auf der Ebene des Selbstbewusstseins. Also wie es ist, eine Fledermaus zu sein, das ist keine Frage des phänomenalen Bewusstseins, sondern des Selbstbewusstseins, würde ich sagen. Also das ist ein Riesenproblem, weil sobald wir über phänomenales Bewusstsein reden, wir schon auf einer höheren Ebene sind, der Selbstbewusstseinsebene. Natürlich reflektiert die Fledermaus nicht, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Sie geht darin ganz auf. Wir, die wir darüber sprechen oder die wir auch über Qualia sprechen, sprechen deswegen über Qualia oder können deswegen über Qualia sprechen, weil wir über Selbstbewusstsein verfügen. Also es ist ein Riesenproblem hier, dass wir, indem wir darüber reden, eigentlich hier schon drin sind im Selbstbewusstsein. Ja. Selbstbewusstsein bedeutet einfach das eigene phänomenale Bewusstsein oder andere innere Zustände wiederum im Modus eines inneren Zustands zu repräsentieren oder zu reflektieren. Ja? Sagen, also ich habe jetzt ich bin in dieser Stimmung und ich verhalte mich so vielleicht mit einer anderen Stimmung zu dieser Stimmung. Ne? Ich bin jetzt irgendwie traurig und das reflektiere ich und ich reagiere so auf diese Traurigkeit. Ich schließe daraus, ich ziehe daraus Schlüsse.
Das ist dann Selbstbewusstsein. Oder auch, dass ich eben, ja, ich bin mir dessen bewusst, dass ich jetzt hier in diesem Moment, in dieser Stimmung mich befinde. Also Selbstbewusstsein ist eben dann auch so etwas wie Subjektivität, die sich selbst erkennt. Das ist also ein Riesenfeld, auch nochmal für sich. Da könnte man auch ein riesengroßes Seminar wieder darüber geben, über Selbstbewusstsein. Das ist einfach die Reflexion von mentalen Phänomenen, die sich in einem selbst als Subjekt finden. Ja. Aber ganz allgemein, ich glaube, Frankfurt geht da auch nicht genau. Nein, geht da nicht ein. Ja. Er sagt einfach nur Bewusstseinszustände und zitiert halt eben jetzt Straßen und macht da nicht nochmal deutlich, was damit genau ist. Frankfurt, genau, also könnte man sich fragen, was für eine Selbstbewusstsein- oder Subjektivitätstheorie liegt dem zugrunde, aber hat keine ausgearbeitete Subjektivitätsthese, wenn ich mich nicht irre. Da ist eher Thomas Nagel, dieser Philosoph hier, der hat da mehr gesagt über Subjektivität und Selbstbewusstsein. Wenn Sie einen großen, bedeutenden Münchner Philosophen namentlich genannt bekommen wollen, der sich sehr viele Gedanken zum Thema Selbstbewusstsein gemacht hat, der lebt auch noch, dann ist das der Dieter Henrich. Es ist vielleicht der bedeutendste Denker von Selbstbewusstsein der Gegenwart, der noch lebt. Der hat ganz viel über Selbstbewusstsein gemacht, auch in Anknüpfung an die klassische deutsche Philosophie, also Deutsch-Idealismus, Immanuel Kant und vor allem Fichte und auch Hegel, auch ein bisschen Schelling. Da ist also Dieter Henrich der Experte. Ja. Historisch. Ja. Zum Beispiel der Beispiel in dem Text von Frankfurt erwähnt die Wünsche auf eine erste Stufe. Immer ist seine eigenen Wünsche nicht bewusst. Das heißt, man kann, also diese Wünsche ist schon gewissermaßen auch ein bewusster Feind. Man ist diese Wünsche nicht bewusst. Das heißt, dann in die Verpumpung nicht sehr bewusst. Genau, also zum Beispiel, also das betrifft dann letztendlich die Handlungsfreiheit. Wir kommen da noch drauf. Ne? Also wenn ich etwas in mir habe, aber mich nicht richtig aktiv dazu verhalte. Also mir wird jetzt auch durchaus bewusst, dass diese Trennung, mir scheint es so, Marco, du kannst sagen, was du davon hältst, dass diese Trennung zwischen phänomenalem Bewusstsein und Selbstbewusstsein nicht so eindeutig ist, wie man es häufig tut. Weil dieser Wie-Zustand, wie es ist, etwas zu sein, der treibt, ich glaube, das haben Sie richtig bemerkt, der treibt über sich hinaus. Also wenn er nur stark genug ist, werden wir vielleicht fast zum Selbstbewusstsein gedrängt, dass wir darüber dann nochmal wirklich Reflexion anstellen, dass wir nicht einfach nur in diesem Zustand aufgehen, des Wies. Das kommt mir jetzt auch so ein bisschen gerade. Also ich finde die Unterscheidung fast gar nicht so ganz stichhaltig. Es gibt dann bei den Phänomenologen, um dieses Thema dann auch zu Ende zu bringen, gibt es dann eine Theorie, die sagt, wenn ich jetzt hier eine mentale Qualität habe, nenne ich sie mal M1, dann ist das Selbst, das wäre jetzt ein phänomenaler Zustand, dann ist das Selbstbewusstsein davon nicht sowas wie M2, sozusagen separat davon existiert und sich irgendwie darauf bezieht. Das wäre so eine Vorstellung von Selbstbewusstsein, sondern es ist eher sowas, das sagen jedenfalls die Phänomenologen, es ist sowas, dass es dasselbe ist, was so eine interne eingeschriebene Selbstbezüglichkeit hat. Das ist eine Qualität des Mentalen, dass es auf sich selbst sich bezieht. Macht Christopher Erhard, unser Kollege, immer sehr stark aus der phänomenologischen Perspektive. Ja. Also Selbstbewusstsein ist ein ganz riesengroßes Thema und wir wollten es jetzt hier mal kurz ansprechen. Es geht auch Harry Frankfurt nicht so sehr um jetzt Subjektivität im engeren Sinne, sondern es geht ihm um Volitionen, also um das Wollen. Aber das verhält sich natürlich ganz ähnlich, weil es eine mentale Eigenschaft ist wie die Subjektivität. Und diese Wünsche zweiter Stufe, das ist jetzt sozusagen der Ansatzpunkt, wobei damit wir noch nicht in der Willensfreiheit gleich sind. Jetzt sagt er Folgendes, neben Wünschen und Wählen und bewegt werden, dies oder das zu tun, können Menschen außerdem wünschen, bestimmte Wünsche oder Motive zu haben oder nicht zu haben. Sie können, was ihre Vorlieben und Zwecke angeht, gern anders sein wollen, als sie sind.
Viele Tiere scheinen durchaus zu, wie ich sagen will, Wünschen erster Stufe fähig zu sein. Kein Tier außer dem Menschen scheint dagegen die Fähigkeit zur reflektierenden Selbstbewertung zu haben, die sich in der Bildung von Wünschen zweiter Stufe ausdrückt. Hier ist ganz interessant, dass er sagt, kein Tier außer dem Menschen. Ja, ist der Mensch damit auch ein Tier? Eine besondere Art von Tier? Scheint so fast schon ein bisschen impliziert zu sein. Dass Ja. Also der Mensch ist auch ein Tier, aber es ist halt ein personales Tier. Aber das ist wiederum ein anderes Thema. Das ist das Thema des sogenannten Animalismus. Das ist eine gegenwärtige Theorie in der Philosophie des Geistes, die eben die Auffassung vertritt, dass wir als Personen, was unsere Identitäts- und Existenzbedingungen anbelangt, wesentlich Tiere sind, also an unseren biologischen Organismus gebunden sind. Darin besteht unsere Identität und nicht zum Beispiel in sowas wie Selbstbewusstsein, was nicht physikalisch jetzt ontologisch angemessen beschrieben werden kann. Also hier ist das Entscheidende, Bildung von Wünschen zweiter Stufe. Hier Reflexion, da haben wir dann das Selbstbewusstsein. Und jetzt können wir vielleicht weiterlesen, weil er jetzt den Begriff des Willens ins Spiel bringt. Oder Marco, willst du noch eine Bemerkung machen zu diesem Zitat? Ja, ich finde, man könnte sich höchstens vielleicht ein paar Beispiele überlegen. Ja, können wir mal überlegen. Ja. Finde ich immer ganz hilfreich. Also wichtig ist ja, dass er da auch, ich glaube, in der Fußnote oder auch im Fließtext, also darauf Wert legt zu sagen, dass mit Wunsch allgemein noch nicht besonders viel impliziert ist. Also dass es noch ein sehr offener Begriff ist. Also ich kann Dinge wünschen, von denen ich gar nicht weiß. Ich kann Wünsche haben, von denen ich gar nicht weiß. Also irgendwelche versteckten Wünsche, die ich im Unterbewusstsein habe. Und ich kann zum Beispiel mir wünschen, ein treuer Ehemann zu sein, aber in einer bestimmten Situation dann trotzdem etwas ganz anderes wollen. Also es kann sein, dass es auch zu bestimmten Konflikten in meinen Wünschen kommt und dass ich am Ende, obwohl ich den starken Wunsch habe, treu zu bleiben, dann trotzdem etwas anderes tue und vielleicht auch willentlich tue, absichtlich, obwohl dieser Wunsch weiter bestehen bleibt. Aber es ist halt dann vielleicht nur so ein abstrakter Wunsch, den ich am Ende dann aufopfer. Das finde ich ist immer erstmal ganz wichtig. Und dann ist wichtig eben die Wünsche zweiter Stufe. Also ich kann eben wünschen, dass ich einen bestimmten Wunsch habe, den ich vielleicht gar nicht habe. Also kann sein, dass ich ein völlig gefühlloser, kalter Mensch bin und mir wird das immer vorgeworfen und dann sehe ich irgendetwas ganz Schreckliches und ich würde mir wünschen, den Wunsch zu verspüren, diesen Menschen zu helfen. Aber ich habe diesen Wunsch. Also das wäre dann so ein Wunsch zweiter Stufe. Und das muss man eben unterscheiden von einem Willen oder von einer Volition zweiter Stufe. Und das macht Frankfurt dann, glaube ich, im nächsten Zitat. Also das ist vielleicht nur so ein bisschen mit Beispiel, um da reinzukommen. Ja? Ja, ich habe noch eine Frage, wie sich das genau unterscheidet bei Menschen und beim Tier. Weil ich kann zum Beispiel den Wunsch erster Stufe haben, zu rauchen. Und auch dann Wunsch zweiter Stufe haben, nicht zu rauchen, weil es ungesund ist. Und dann lasse ich es. Auf die gleiche Art und Weise könnte ein Hund, der Hunger hat, vor dem Napf, vor dem Essen stehen, also sich dazu entscheiden, es nicht zu essen, weil er gut erzogen ist, zum Beispiel. Oder nicht? Vielleicht noch erstmal das erste Beispiel. Das war mir jetzt nicht ganz klar. Also auf der einen Seite meinten Sie den Wunsch zu rauchen. Wenn man vielleicht mal ein Raucher war und dann ist man in einer stressigen Situation und dafür spürt man es. Aber auf der anderen Seite meinen Sie den Wunsch zweiter Stufe, nicht zu rauchen. Also Wunsch zweiter Stufe würde ja bedeuten, dass sich dieser Wunsch also auf einen Wunsch richtet. Also dass man den Wunsch hat, etwas Bestimmtes zu wünschen. Also zum Beispiel den Wunsch hat, den Wunsch zu rauchen nicht mehr zu haben, weil dann wäre es irgendwie einfacher. So meinen Sie das? Ja. Okay. Und dann, also meinen Sie, das unterscheidet sich dann bei einem Tier? Nicht. Es unterscheidet sich nicht von einem Tier. Achso, okay. Ja, das ist hier noch ein Einklang mit Frankfurt. Also Frankfurt würde, denke ich, sagen, dass Tiere auch... Nee. Nö, also ich glaube, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass... Oder wollen Sie gerade was dazu sagen? Ich würde direkt darauf antworten. Ja. Ich glaube, der Unterschied, der bei Ihren Hunden fehlt, ist, dass der Hund es nicht aus Selbstreflexion zieht. Also wenn du rauchst und du denkst, es schlägt für mich, dann überlegst du dir über diesen Wunsch selber. Der Hund tut
tut das nicht, sondern es ist ihm antrainiert, weil es erst gut dazu. Das ist keine Reflexion. Meine Behauptung ist, ich mache das auch nicht. Aus der Selbstreflexion, sondern aus Erziehung. Gut, ja, dann, da, ich glaube, ein guter Punkt, wenn Sie da konditioniert wären oder es aus einem Zwang heraus täten, also dieses Nicht-Rauchen-Wollen, ne, oder aus Angst oder irgendwie solchen Zuständen, dann wäre es wohl nach Frankfurt, wenn ich es recht verstehe, auch keine Volition zweiter Stufe, sondern dann hätten Sie eher zwei konfligierende Volitionen erster Stufe. Und dann würde sich die stärkere Volition durchsetzen sozusagen. Ne? Sie haben also, sagen wir mal, V1 gleich rauchen wollen. Rauchen, die Volition zu rauchen, und V2 wäre nicht rauchen, dann der Wunsch. Ja gut, machen wir mal Wunsch, genau, W1. Ja. Dann ist immer die Frage, auf welcher Ebene sind die angesiedelt, und so wie Sie es beschreiben, wären jetzt diese Wünsche auf derselben Ebene angesiedelt. Sie wären letztendlich nicht reflexiv gewonnen, sondern sie wären irgendwie, ja, ich weiß nicht, zwanghaft, oder das will ich jetzt ja gar nicht konkret was sagen, oder irgendwie, sagen wir mal, sozial induziert, sozial zwanghaft induziert, oder zum Beispiel, dass man Angst hat, irgendwie sanktioniert zu werden, also Furcht vor irgendwie Zuwiderhandlung oder so. Und in diesem Fall würde ich das auch nicht Willensstufen oder Wünsche zweiter Stufe nennen, sondern erster Stufe. Und beim Hund ist es ja ganz klar, das Beispiel ist gut gewählt, jetzt vor dem Fressnapf, da gibt es zum Beispiel dann diese Situation, die man sich ganz konkret vorstellen kann. Der Hund sieht, da gibt es was zu fressen, kommt zu diesem Napf hin, oder anders gesagt, der Hund sieht auf dem Küchenbrett eine Wurst liegen oder einen Sonntagsbraten. Und der Hund hat den Wunsch, das zu fressen. Und dann kommt aber plötzlich so ein anderer Wunsch oder so eine andere Volition rein, die ihm sagt sozusagen, du liebe Güte, ich habe das schon mal gemacht, so eine Erinnerung, und damals wurde ich dann also sehr bestraft dadurch, weil ich das getan habe. Ne? Und dann würde ich sagen, dass das zwei konfligierende Wünsche oder ja, mentale Phänomene auf derselben Stufe sind, wo sich die Stärkere durchsetzt. Ne? Was anderes wäre es zum Beispiel jetzt etwas zu essen, etwas nicht zu essen, ein Gericht nicht zu essen, weil man zum Beispiel damit in einem Abwägungsprozess dazu gekommen ist, dass wir besser nicht Fleisch essen sollten, weil das eben dem Prinzip des Vegetarismus widerspricht und weil Vegetarismus der eigenen Überzeugung nach wahr ist oder sinnvoll ist. Ich glaube, dass das ein prinzipiell andere Reflexion ist, dass ich also dass die Wurst nicht esse, weil ich Vegetarier bin und weil ich bestimmte moralische Überzeugung mit dieser Position verbinde. Das scheint mir dann eher auf einer zweiten Stufe angesiedelt zu sein, als dieses Beispiel, ich esse deswegen die Wurst nicht, weil ich dann irgendwie gestraft werde oder so. Ne? Das ist einfach die Frage, wie viel Reflexion, auch wie viele normative Überzeugungen da mit reinkommen, auch wie viel Mittelbarkeit und Unmittelbarkeit mit reinkommen. Und im Beispiel des Hundes wären das unmittelbar uns nezessitierende oder uns inklinierende Willensregungen in uns, und da würde sich die Stärkere einfach durchsetzen. Das wäre jetzt meine Theorie. Wir hatten mehrere Meldungen. Ganz hinten war noch eine und dann hier. Beziehungsweise erst sie vorne und dann hinten, ja. Ja, aber woher nehmen wir den Beweis, dass der Hund niemals diesen Wunsch zwei Orten hat? Weil wenn wir es einfach einmal konfrontieren für den Hund, könnten wir es genauso behaupten, dass er den Wunsch hat, sein Verhalten so zu ändern, weil es seinem Herrchen so gefällt, weil es ihm so Zwang ist, aber wir das auch schon reflektieren konnten. Ich meine, das können wir ja niemals beweisen, das ist eine Annahme, die wir hier treffen. Das ist eine spannende Frage. Es geht ja letztendlich auch so weit, dass wir letztendlich Tieren alle möglichen mentalen Prädikate unterstellen könnten. Aber da bin ich der Meinung, dass die Beweispflicht anders gelagert ist. Aber es ist eine riesige Debatte. Ich bin der Meinung, dass wenn wir nicht wirkliche Indizien dafür haben, dass hier eine höherstufige Reflexion vorliegt, dass wir dann eher sparsam umgehen sollten mit der Unterstellung von höherstufigen Entitäten. Es geht hier um ontologische Sparsamkeit. Wenn ich sowas wie Willenstendenzen zweiter Stufe postuliere, dann habe ich eine neue Ontologie im Gegensatz zur Volition erster Stufe. Und ich bin der Überzeugung, dass wir mit der Postulierung von neuen Entitäten
also uns sehr zurückhaltend, also da sehr zurückhaltend agieren sollten und erstmal überlegen sollten, könnten wir nicht alles Verhalten auf dieser einfachen Stufe erste Ordnung beschreiben. Und wenn es dann Fälle gibt, wo wir mit dieser Erklärung aufgrund von empirischen Befunden nicht mehr zurechtkommen, dann haben wir einen Grund, andere Entitäten zu fordern, aber nicht einfach, weil es möglich wäre. Das scheint mir einfach so ein Prinzip der ontologischen Sparsamkeit zu sein. Was ich noch unterstützen hinzufügen kann, also im Prinzip der ontologischen Sparsamkeit, da geht es einfach darum, dass man nur so viele Entitäten annimmt, wie nötig. Mhm. Und wenn man dieses Prinzip nicht akzeptiert, dann kommt man schnell in Teufels Küche, weil man dann merkt, dass man zum Beispiel, stellen wir uns vor, unser Nachbar glaubt, dass der Weihnachtsmann existiert und man merkt schnell, dass man ohne so ein Prinzip eigentlich wenig dem entgegenzusetzen hat. Oder auch jetzt, wenn wir speziell im Falle von Konditionen annehmen, wenn sich irgendwo ein Stein bewegt, genau. Und so, wenn wir dieses Prinzip nicht hätten, dann könnten wir dem einfach bestimmte Willensakte zuschreiben, dem Stein, was dann ziemlich schnell zu einer Ontologie führt, wo wir dann letztlich allen irgendwelchen Willen und Entscheidungen und Willensweitersprüche. Deswegen ist das Prinzip prinzipiell erstmal sinnvoll und dann müssen wir natürlich aber offen sein. Da werden ja ganz viele Experimente eben auch mit Tieren gemacht, dass Experimente im guten Sinn, dass man eben schaut, was können die für Aufgaben lösen und so weiter. Und dann muss man eben vielleicht auch die Tiere nicht alle in einen Topf werfen, in einen Topf werfen, sondern da ganz gut unterscheiden. Und dann gibt es vielleicht Delfine und Elefanten, die vielleicht höherstufigen Konditionen fähig sind als vielleicht andere Tiere. Da kennt sich besser aus. Aber, genau, aber so prinzipiell ist eine ontologische Frage. Aber natürlich haben Sie recht, diese ontologische Frage hängt im Falle von Tieren auch mit normativen Fragen zusammen. Also die Frage, ob jetzt wir einem Tier Volition zweiter Stufe zuschreiben, hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir mit ihm umgehen müssen oder sollten. Deswegen ist die Frage nicht trivial. Nicht nur eine theoretische Spielerei, sondern sie hat konkrete praktische Implikationen. Ja. Also zumindest, wenn man diesen Personenbegriff akzeptiert, da will ich dann später dich vielleicht auch noch ein bisschen fragen. Okay, ja, jetzt hatten wir noch eine Meldung ganz hinten. Ja, meine Frage ist, ob man das überhaupt unterscheiden kann zwischen erster und zweiter Stufe, weil nochmal auf das Beispiel mit dem Digitalen zurückzukommen, da könnte es ja auch sein, dass der sich quasi die moralisch verantwortlich für die Spiele hält und dass er vielleicht auch irgendwie nur eine gelernte Sache ist durch Erziehung oder Erfahrung. Und ob das dann nicht auch eigentlich irgendwo nur erste Stufe ist. Also entscheidend ist eben, glaube ich, auch das Wort der Bildung. Also so ein Wunsch zweiter Stufe, der muss gebildet werden erst. Das heißt, der darf nicht irgendwie einfach nur so induziert werden, sondern der muss sich erarbeitet werden. Da muss Reflexion stattgefunden haben. Und zwar nicht auf diese unmittelbare Weise. Also ich glaube, dass das so ein Kriterium ist, Bildung. Es muss da ein Prozess stattgefunden haben. Ja, es bildet sich ja quasi schon aus dem, was man schon hat, was er wie bei der Kind auch. Ja. Also ich verstehe schon, dass das Problem ist, dass man dann sehr schnell zirkulär wird. Weil wenn man sagt bilden, dann würde man sagen, ja, was ist die Bildung im Gegensatz zu Ihrem Beispiel? Ja, die Bildung aus Freiheit. Ja, aber die Bildung soll doch erst die Freiheit erklären. Also wir sind dann sehr schnell dabei, das Freiheit schon zu unterstellen, so ein bisschen der Bildung. Ne? Ich würde auch noch zwei Anmerkungen machen, weil es jetzt bei mehreren Meldungen durch. Also ich bin auch eher kritisch, was diesen Bildungsfreiheitsbegriff angeht. Deswegen bin ich prinzipiell dafür. Aber trotzdem würde ich noch zwei oder zumindest eine Sache betonen. Also das erste ist, Frankfurt behauptet nicht, dass der Mensch immer, egal was er tut, frei ist. Das heißt, wenn wir jetzt ein Beispiel finden, vielleicht mit dem Raucher, der auch überhaupt nie darüber reflektiert hat, ob das ziemlich gut oder schlecht ist zu rauchen, der sich vielleicht nie so eine von diesen angeblichen Studien angeschaut hat, in denen behauptet wird, dass Rauchen Krebs verursacht und so weiter, sondern der das einfach so hinnimmt. Dem wurde das halt sein Leben lang so eingeimpft vom Kindesalter an und der das eben einfach so übernimmt und daraus ergeben sich irgendwie mit Notwendigkeit seine Wünsche. Also Frankfurt kann auch einfach sagen, okay, in dem Fall ist er vielleicht ganz frei. Also das wäre nur so ein Punkt. Also Frankfurt behauptet nicht, dass wir Menschen immer frei sind und die Tiere nie, sondern er sagt, vielleicht sind wir Menschen ja nur ganz selten frei.
weiß ich nicht, ob Frankfurt das sagen würde, aber das ist ein wichtiger Punkt. Also um ihn zu widerlegen, reicht es nicht, dass wir ein Beispiel konstruieren, in dem ein Mensch nicht frei ist, sondern wir müssen generelle Gründe angeben, dafür anzunehmen, dass Menschen nie frei sind. Das würde ihn erst widerlegen. Mhm. Und der zweite Punkt ist, nur weil wir etwas gelernt haben weil wir das eben von der Erziehung oder von der Gesellschaft übernommen haben, das allein ist noch kein Grund, daraus zu schließen, dass unser Verhalten, das daraus resultiert, nicht frei ist. Solange wir annehmen, dass wir die Fähigkeit haben, das auch kritisch zu hinterfragen. Vielleicht nicht immer, aber manchmal gibt uns die Gesellschaft auch ganz gute Dinge vor. Und wir können es hinterfragen und können erkennen, das, was mein Vater gesagt hat, hat gestimmt. Und dann können wir aus Freiheit diese Sache tun, und zwar genau das, was mein Vater gesagt hat, oder die Gesellschaft, oder die Lehrerin, oder was. Und das, obwohl es die Lehrerin gesagt hat, oder der Vater. Weil wir die Fähigkeit haben, es kritisch zu hinterfragen. Schwierig wird es dann, wenn wir diese Fähigkeit nicht mehr haben. Also wenn wir vielleicht auch so erzogen worden sind, dass wir nie etwas kritisch hinterfragen, dass wir nie auch mal die Meinung der Gesellschaft und der anderen einklammern und uns fragen, vielleicht ist es ja gar nicht so. Wenn wir das nie machen, dann bin ich eher auf Ihrer Seite, dass man sagt, okay, dann wird es wirklich problematisch, woher kommen dann unsere Wünsche? Sind die dann nicht doch einfach so ein bisschen wie beim Hund einfach ankonditioniert? Aber prinzipiell, solange ich, ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Fähigkeit haben, kritisch zu hinterfragen, was uns gegeben wird von Gesellschaft oder von anderen äußeren Einflüssen, solange wir das annehmen, denke ich, reicht die Tatsache, dass wir es von jemand anders übernommen haben, noch nicht, um zu zeigen, dass wir das, was wir dann tun, nicht frei. Also das waren nur so zwei Sachen, die mir jetzt gerade eingefallen sind. Aber da gibt es gleich noch Gegen. Noch ganz kurz, weil Sie haben ja auch gesagt, es könnte ja auch antrainiert sein, dass man eben nicht kritisch hinterfragt, dass da ein Mensch ist. Ist es dann nicht auch antrainiert, kritisch zu hinterfragen? Ja, kann sogar sein, dass ich, wichtig ist, Freiheit ist keine All-or-Nothing-Geschichte, keine Alles-oder-Nichts-Sache, sondern ich bin vielleicht im Hinblick auf bestimmte Handlungen oder Verhaltensmuster von mir frei, im Hinblick auf andere nicht. Und dann könnte es sein, dass mir vom Kindheit an immer eingetrichtert wurde, weil ich an einer deutschen Schule erzogen worden bin, man muss alles kritisch hinterfragen. Und das wurde mir immer gesagt von jedem Lehrer, von meinen Eltern und ich weiß nicht mehr. Und dann kann es sein, dass die Tatsache, dass ich alles kritisch hinterfrage, dass die nicht frei ist, könnte sein. Also ist prinzipiell denkbar. Aber das heißt auch nicht, dass deswegen schon all mein Verhalten frei ist, sondern es kann halt sein, dass die Tatsache, dass ich was kritisch hinterfrage, ist nicht frei, aber deswegen kann es trotzdem frei sein, dass ich kein Vegetarier bin oder ein Vegetarier bin oder was auch immer. Also das wäre so meine Antwort darauf. Meine Antwort wäre, dass wirklich kritisches Hinterfragen per se immer frei ist. Also wenn wir jetzt nicht einfach nur so tun, ach, ich habe da so Zweifel und so. Also die Frage ist, was wir unter kritisch Hinterfragen verstehen. Aber wenn wir kritisch Hinterfragen in dem Sinne verstehen, dass man etwas prüft und abwägt, dann kann ja jeder, der kritisch hinterfragt, zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Und deswegen glaube ich, dass im Begriff des kritischen Abwägens, selbst wenn es sozial gefordert ist, immer schon die Freiheit drinsteckt. Also wer sich das zum Prinzip macht, kritisch zu hinterfragen, der ist per se in meinen Augen frei. Das würde ich eben noch sagen. Aber auch in seinem Akt des kritisch Hinterfragens. Ja. Also sein kritisch Hinterfragen. Ja. Also könnte das nicht auch einfach... Also es gibt natürlich diese Auffassung, dass man sich das zu so einer Art so einer Mode gemacht hat. Na, ich lasse jetzt immer den Intellektuellen raushängen oder so. Das ist für mich aber dann nicht kritisch. Das ist immer die Frage, was man da kritisch versteht. Und da kritisch wirklich, also so wie Immanuel Kant es meint, die Vernunft, Aufklärung, also nachprüfen, vergleichen und sich eine eigene Meinung bilden, unabhängig von der allgemeinen Meinung. Und da würde ich eben sagen, denke kritisch und selbst wenn mir das eingetrichtert würde, es wäre nichts Unfreies. Es wäre eben gerade der Imperativ der Aufklärung, die eben die größte Freiheit ist, die es gibt. Ne? Aber es ist die Frage, wie man kritisch jetzt versteht in dem Sinne. Okay, aber nee, ich verstehe schon. Also es war von mir nur so eine Denkmöglichkeit, dass sowas irgendwie vielleicht durch einen Chip Das, ich glaube, dass das sich dem Chip widersprechen würde. Ich glaube, das wäre eine widersprüchliche Sache, wenn man kritisch in genau. Ich glaube, dass es kann keinen kritischen Chip geben. Wäre meine These. Aber jetzt haben wir zwei Meldungen, erst da und dann da.
weil es kommt ja eigentlich auch von Freiheit trennen. Und wenn es einen kritischen Chip gäbe, dann würde ich den mir rausziehen. Also dann würde ich nämlich mich trennen und würde schon eine Distanz einnehmen. Also im Wort liegt eigentlich schon in einer gewissen Weise, dass ein kritisches Hinterfragen in einer gewissen Weise die Möglichkeit zumindest von Freiheit beinhaltet. Also genau, dieses Trennen wäre sozusagen die negative Freiheit, immer die Freiheit von. Ich bin nicht abhängig von irgendwas. Und dieser Imperativ, das wäre ja letztendlich der kategorische Imperativ, dieser eingetrichterte Impetus zu kritisieren, der würde eben nur eine Form sein, nur eine, so eine Anregung, die uns in Freiheit setzen könnte. Ja, es geht in dieselbe Richtung. Ich wollte nochmal sagen, um auf diese Frankfurter Überlegungen zurückzukommen, dass eben gerade das, was den Menschen oder die Person ausmacht, allein die Fähigkeit ist, aus meinen primären Wünschen, aus meinen Wünschen erster Ordnung zurückzutreten in eine andere Ebene, mich dazu kognitiv in ein Verhältnis zu setzen und es überhaupt quasi, ja, quasi diese Distanz herzustellen, als ob ich hier nicht habe diese Fähigkeit. Wenn ich das dann kritisch betrachte, irgendwie wert oder beurteile, ist dann vielleicht erst nachfolgen, weil dann die Fähigkeit, sich in dieser Art ja, sich genau, also sich mal auch frei zu machen, wobei das jetzt dann wieder zirkulär ist, gell, wenn man dann sagt, ich mache mich frei, weil dadurch, ich werde erst durch die Volition zweiter Stufe frei, wenn ich jetzt aber die Bildung von Volition zweiter Ordnung wieder aus Freiheit erkläre, dann begehe ich einen Zirkelschluss ein bisschen, also ein bisschen zirkuläres Problem, aber einfach mal, dass man sagt, im schwachen Sinne, ich muss mich einfach mal zurückziehen können, ich muss irgendwie immun sein gegenüber so unmittelbar meinen Willen inklinierenden Strebungen und Regungen. Da ist schon viel mit gewonnen. Ich glaube, das meint er auch hier mit dieser Bildung, die wir jetzt aber noch ein bisschen genauer betrachten wollen. Also ich glaube, diese Meldungen, die da waren, die sprechen, also die kommen, glaube ich, aus einer meiner Meinung nach zumindest berechtigten Intuition. Also ich glaube, Peter van Inwagen würde zum Beispiel folgendes Gegenbeispiel gegen diesen Willensfreiheitsbegriff machen, und das geht genau in die Richtung. Also er würde sagen, stellen wir uns eine Gesellschaft vor, in der wir zwei Klassen haben, also die reichen und einflussreichen Menschen auf der einen Seite und dann so eine ärmere Klasse, und die reichen Menschen können irgendwie das Genmaterial der ärmeren Klasse manipulieren. Mhm. Und zwar dahingehend, dass sie Einfluss nehmen können auf alle auf alles Verlangen, auf alle Volitionen, auf alle Wünsche, die Menschen in dieser Klasse haben. Und zwar nicht nur auf die Wünsche erster Stufe, sondern auch auf die Wünsche und Volitionen zweiter Stufe und so weiter. Das heißt, und nehmen wir zum Beispiel an, dass sie eben, also diese ärmere Klasse, haben alle aufgrund dieser Genmanipulation den Wunsch, der reicheren Klasse zu dienen, und sie haben auch den Wunsch, diesen Wunsch zu haben und so weiter. Und wir würden irgendwie sagen, also das ist ein Paradebeispiel von jemandem, der unfrei ist. Und trotzdem scheint er alle Bedingungen zu erfüllen, die man nach Frankfurt erfüllen muss, um willensfrei zu sein. Und ich glaube, dass das so ein bisschen vielleicht aus dieser Motivation heraus waren, so ein paar Meldungen. Dass vielleicht das noch nicht ausreicht, nur dass die eigenen Wünsche in einem gewissen Einklang zueinander stehen, sondern die Frage ist auch, woher kommen die Menschen? Sind die wirklich nur so von außen? Das ist ein guter Punkt, da kommen wir noch drauf. Ja. Guter Punkt, ja. Das können wir vielleicht so dann später. So einmal im Hinterkopf haben. Ja. Diese ganzen Probleme, die wir jetzt ansprechen, die tauchen immer wieder auf bei allen weiteren Zitaten. Ja. Ja. Ich habe noch zum Beispiel gerade auch in Bezug auf Pferde, habe ich Erfahrungen zum Beispiel gemacht, dass also ein Pferd des Tanz, ein freiwillig Tanz, auch Frage gibt, da will es nicht freiwillig tanzen. Und es ist nicht immer abhängig, ob es irgendwas bekommt oder nicht. Und da kann man dann natürlich dem Tier nicht unterstellen, warum macht es das jetzt nicht. Also da muss man, also es gibt schon, also ich bin jetzt nicht ganz für die reine Willensfreiheit, und ich denke auch, dass gerade dieser negative Bezug zu seinem eigenen Wunsch auch noch ein Moment ist, wo man vielleicht nur einen Moment von Freiheit annehmen kann. Es muss nicht eine durchgehende Bestimmung von Freiheit sein, aber gerade dieser Punkt, dieser Moment ist vielleicht eine Möglichkeit, Freiheit aufzubauen. Ja, also Sie haben jetzt einen guten Punkt gebracht, dass Sie sozusagen die Phänomenologie der Freiheit stark gemacht haben. Harry Frankfurt ist kein Phänomenologe. Ein Phänomenologe ist ein Philosoph, eine Philosophin, die eben versucht, auch in der Erscheinung, also wie sich zum Beispiel ein Mensch bewegt, darin dann auch irgendwie Freiheit
dingfest zu machen. Und so eine Perspektive, eine phänomenologische Perspektive, nimmt eben Harry Frankfurt nicht ein. Er ist eher so ein Kantianer, er ist ein starker Rationalist, kurz gesagt. Er versteht sich als Rationalist. Dagegen gibt es eine Position, das ist die Phänomenologie. Ich schreibe sie auch nochmal hin. Phänomenologie, die schaut eben konkret, wie der Name schon sagt, die Phänomene an und versucht anhand der Phänomene bestimmte Eigenschaften aufzuweisen. Und gerade in der Hinsicht der Freiheit ist das natürlich ein Riesending. Schiller sagt Freiheit in der Erscheinung. Friedrich Schiller ist da so ein großer Denker gegen Kant zum Beispiel auch. Wenn es um die Ästhetik geht, ästhetische Phänomene, die fallen bei Frankfurt so aus dem Fokus heraus. Dabei wären künstlerische Handlungen oder auch Spiel, das Spiel, solche Dinge, gerade auch besonderes ausgezeichnete Phänomene der Freiheit. Also die Frage ist auch immer, wo versuchen wir Willensfreiheit aufzuzeigen? Und Frankfurt macht das eben sehr häufig nur anhand der Handlung und des Willens letztendlich. Aber kann man nicht auch sagen, anhand der Bewegung zum Beispiel? Ne? Und das wäre dann so eine Perspektive, die eher die Phänomenologie einnehmen würde. Ne? Also ein berechtigter Einwand, dass wir immer auch schauen müssen, von welchem theoretischen Rahmen wir Willensfreiheit behandeln. Oder Freiheit allgemein. Und Harry Frankfurt ist eben ein Rationalist, kurz gesagt. Auch wenn er jetzt am Ende sagen wird, es ist nicht die Vernunft, die für die Willensfreiheit entscheidend ist, sondern der Wille. Aber letztendlich ist er ein Rationalist, ja. Überhaupt die Möglichkeit hätte, auch die Wünsche zweiter Ordnung zu beeinflussen oder zu manipulieren. Trotzdem, und diese Möglichkeit muss ja erstmal da sein, wenn der Mensch eben diese Struktur hat und hier eben nicht. Und also ohne, dass ich das jetzt schon mit Inhalt fühle und unfreien Inhalten. Also ich finde das jetzt kein Widerspruch gegen die Gedanken Frankfurts an der Stelle. An der Stelle nicht. Nee. Also es ging jetzt um den Willensweisbegriff, den er dann später definiert. Und der ist hier irgendwie so definiert, dass man halt sagt, also jemand hat halt Willensfreiheit genau dann, wenn ein bestimmter Einklang zwischen seinen Volitionen besteht. Und dann wäre das Gegenbeispiel, stellen uns eben so einen vor, der durch Genmanipulation eben einen Einklang in seinen Wünschen hat. Da würden wir doch sagen, er ist nicht willensfrei, obwohl er diesen Einklang hat. Und das wäre dann ein direktes Gegenbeispiel. Aber das kommt natürlich später. Da habe ich schon vorgegriffen, weil ich dachte, dass das schon so ankommt. Ja, und man muss vielleicht auch noch eine Sache berücksichtigen. Geht es jetzt nur um das faktische Vorliegen des Einklangs oder geht es nicht vielmehr um das Herstellen dieses Einklangs, also um das Einstimmen, Einschwingen des Willens? Und wenn er nämlich sagt, hier die Bildung, dann ist eben dieses aktive Moment und nicht nur dieses effektive Moment. Du hebst jetzt aber auf dieses effektive Moment. Wie ist der Wille beschaffen? Wie liegt er vor? Und wenn er so vorliegt, dass er harmonisch ist, dann ist es ein Effekt der Willensfreiheit. Ja. Ich habe jetzt eher so ein bisschen, meine Lesart von Frankfurt ist eher die, dass es eben auf die Bildung ankommt. Wie wird denn eben der Wille harmonisch gestaltet? Und darin sehe ich eher dann die Freiheit. Ne? Ja, das ist ein wichtiger Punkt, das hatte ich auch nicht so genau gelesen. Mhm. Ich würde halt dann nur folgendes Dilemma aufmachen. Also entweder er meint damit frei gebildet und dann ist es zirkulär, ja. Zirkulär, oder er meint eben einfach nur gebildet und dann könnten wir uns eben vorstellen, dass das Genmaterial so manipuliert wird, dass man es eben dann selbst bildet. Genau. Das ist ein Wunsch und dann könnte man glauben, stimme ich dir zu, aber also ich glaube, dass eben dass wir das ein bisschen noch stark machen müssen, dieses Bildungsmoment. Ja, aber das ist wirklich ein interessanter Punkt. Ja, scheint mir das Entscheidende zu sein. Ja. Aber ich stimme dir auch letztendlich zu in diesen Fällen, die man sich konstruieren kann, dass man dann dennoch nicht Willensfreiheit vielleicht vorliegen hat. Ja. Weil nämlich die Spontanität oder die Urheberschaft nie so ganz im Zentrum steht von ihm. Ne? Diese Spontanität, die spielt nicht so eine große Rolle. Ja, also Peter von Inwang, also um das vorzugreifen, ist eben ein Inkompatibilist. Mhm. Und das ist ja genau das, was Frankfurt versucht auszuschalten in seiner Theorie. Also Frankfurt wird ja dann am Ende sagen, dass es letztlich egal ist, woher diese Positionen kommen. Ja. Ob die vielleicht sogar, also ob die determiniert sind, vielleicht durch andere Ursachen. Mhm. Und das ist genau der Stein des Anstoßes für einen Inkompatibilisten wie von Inwang, der sagt, na genau in solchen Beispielen sehen wir doch, dass es da noch etwas Entscheidendes hinzukommen muss, und zwar, dass es eben nicht irgendwie von außen irgendwie determiniert ist, dass ich diesen Wunsch so und so will, sondern
diese Freiheit von Determination oder diese Selbsturheberschaft oder Ersturheberschaft oder wie auch immer, muss man irgendwie noch dazu denken. Also das ist, glaube ich, genau diese Intuition, die da vielleicht noch fehlt. Aber wir müssen es genau anschauen, vielleicht finden wir auch einen Weg, da auszuschauen. Ich weiß jetzt gerade auch noch nicht. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Vielleicht noch eine letzte kurze Meldung, dann müssen wir nämlich weitergehen. Die Zeit ist schon vorangeschritten. Ja. Also, sollte man diese Struktur einfach wertmäßig so betrachten? Das heißt, ich kann noch auf die Wünsche zweiter Stufe reflektieren, dann gibt es noch eine weitere Stufe. Mhm. Und da im Vergleich zu dieser weiteren Stufe befindet sich diese Stufe zweite Stufe, also auf Wünsche der zweite Stufe, da auf diese niedrige Ebene. Das heißt, selbst wenn diese Wünsche früher auch durch meine eigene Reflexion gebildet werden, nachdem ich später wieder auf diese Wünsche reflektiert, da ist diese Wünsche nochmals zu Wünsche erster Stufe geworden und dann kann ich weiter eine zweite Stufe aufbauen. Genau, das ist das Regressproblem, was wir in den Leitfragen auch kurz angesprochen hatten. Wir kommen da noch drauf zu sprechen. Das ist aber ein generelles Problem, was hier schon angelegt ist, nämlich warum sollte ich nicht noch eine höhere Stufe dann brauchen, ne? Und das ist vielleicht aber auch noch ein guter Hinweis auf unser Problem, dass das ja alles prädeterminiert sein könnte, weil Frankfurt hat hier ein Argument, warum es reicht, dass es bei einer zweiten Stufe endet. Und ich glaube, sein Argument dafür, dass es hiermit ausreichend ist, bringt uns wieder Argumente für dieses Determinismusproblem, was Peter van Inwagen gezeigt hat. Wir kommen jetzt noch drauf. Deswegen würde ich sagen, wir reden jetzt mal da erst noch nicht drüber, aber kommen gleich wieder zurück, weil jetzt möchte ich das nächste Zitat vorlesen, dass wir ein bisschen weiter jetzt durchkommen. Er sagt also, nur wenn der Satz auf die zweite Art und das Wort Wille in dem besonderen Sinn, den ich hier vorschlage, gebraucht werden, dann beschreibt der Satz Haswillen. Den Willen eines Handelnden zu beschreiben, heißt entweder den Wunsch oder die Wünsche anzugeben, die ihn zu den Handlungen bewegen, die er tatsächlich ausführt, oder heißt den Wunsch oder die Wünsche anzuführen, die ihn bewegen werden, wenn er handelt, oder die ihn bewegen würden, falls er handelte. Der Wille eines Handelnden ist also identisch mit einem oder mehreren seiner Wünsche erster Stufe. Aber der Begriff des Willens, wie ich ihn gebrauche, ist nicht umfangsgleich mit dem Begriff von etwas, das den Handelnden bloß bis zu einem gewissen Grade geneigt macht, auch inkliniert, in bestimmter Weise zu handeln. Sondern es ist der Begriff eines effektiven oder handlungswirksamen Wunsches, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung zwischen Wille und Wunsch, der eine Person dazu bringt oder dazu bringen wird oder wurde, den ganzen Weg bis zu einer Handlung zu gehen. Also ist der Begriff des Willens auch nicht umfangsgleich mit dem Begriff dessen, was jemand zu tun beabsichtigt. Also wir haben jetzt Wille, Wunsch und Absicht. Und das müssen wir fein säuberlich voneinander unterscheiden. Denn obwohl jemand ganz fest die Absicht haben kann, X zu tun, so kann es doch sein, dass er nichtsdestoweniger etwas anderes stattdessen tut, weil sich trotz seiner Absicht der Wunsch, X zu tun, als schwächer oder weniger effektiv erweist als ein anderer widerstreitender Wunsch. Können Sie jetzt noch mal kurz sagen, was der Unterschied zwischen dem Willen und dem Wunsch ist? Was kommt beim Willen noch hinzu, was beim Wunsch nicht vorhanden ist? Der Wunsch nach einem Wunsch, also dass ich den Willen verspüre, dass ich etwas ausführen will, und dann ist das wiederum ein Wunsch, ein Wunsch, also der Wunsch an sich ist ja dann nur ein Trieb in meinen Augen. Ja. In dem Fall ist dann halt, der Wille ist dann halt schon so ein Wunsch, der sich selbst infiziert hat. Ich glaube, Sie meinen das Richtige. Also mir scheint das hier das Effektive oder Handlungswirksame das Entscheidende ist. Also ein Wunsch, der handlungswirksam werden möchte und der eben, wo das Subjekt bereit ist, alle Schritte zu gehen, er sagt, den ganzen Weg bis zu einer Handlung zu gehen, also handlungswirksam. Viele Wünsche, ach, ich wünsche gerne das und ich wünsche gerne das, das ist, die können koexistieren. Ne? Es können auch Wünsche koexistieren, die sich direkt widersprechen. Also stellen wir uns zum Beispiel vor, ich habe vor mir so eine Schwarzwälder Kirschtorte, aber ich bin gerade mitten im Fasten oder mitten in einer Diät oder was. Und dann habe ich vielleicht in mir zwei widersprechende Wünsche. Also einmal meine Diät irgendwie einzuhalten und der gerecht zu werden, aber andererseits natürlich diese tolle Schwarzwälder Kirschtorte. Ich finde die gar nicht so toll. dann egal. Und
Und wenn ich jetzt, nehmen wir an, natürlich, ich esse sie sofort, dann ist es falsch zu sagen, dass mein Wunsch, die Diät einzuhalten, auch mein Wille ist, also nach dieser Terminologie, weil dieser Wunsch nicht handlungswirksam war. Mhm. Also, genau. Wir können nur die Wünsche Wille nennen, die auch wirklich dann zu einer Handlung geführt haben oder die vielleicht zu einer Handlung geführt hätten, wenn ich nicht also durch irgendetwas... Genau, kann. Genau. Also Wille gleich handlungswirksamer, handlungseffektiver Wunsch? Ja. Ja, das sagt es ja hier. Und wenn mich dann jemand danach fragt, naja, warum hast du jetzt die Torte gegessen, wolltest du nicht eigentlich eine Diät machen? Und dann sage ich, ja, nee, ich wollte die ganze Zeit eine Diät machen. Dann kann der nämlich sagen, nee, du hast doch die Torte gegessen. Also die Handlungswirksamkeit ist dann der Indikator dafür. Mhm. Oder zumindest, dass ich den Versuch gemacht habe. Mhm. Ist dann der Indikator dafür, ob ich es wirklich gewollt habe. Ich habe es wirklich gewollt und nicht einfach nur so einen abstrakten Wunsch formuliert. Mein guter Punkt ist dann auch dieses Konkrete, ne, effektiver, konkreter, weil wenn ich jetzt dann auch auf die Handlung abziele vom bloßen Wunsch, dann heißt es, dass der Wunsch sich auch einer instrumentellen Vernunft bedienen muss. Er muss konkret werden. Wie will ich es denn genau? Das scheint mir auch noch ein Unterschied des Willens zum Wunsch zu sein. Der Wunsch kann sehr vage sein. Ich möchte gerne das tun. Der Wille muss immer ganz genau dann angeben, sage ich jetzt mal, wie das auch dann umgesetzt wird. Also diese instrumentelle Reflexion muss zum Wunsch noch hinzukommen, damit es ein Wille sein kann, oder? Also zum Beispiel der Abschlag ist irgendwie der Hausarbeit rückt immer näher und ich sage, ich will jetzt endlich damit anfangen. Und die Tatsache, dass ich da vielleicht, ja, aber wann denn genau, keine Ahnung, irgendwann halt. Also es sind schon so Indizien, dass die Sache eben noch so abstrakt ist, dass wir es vielleicht einfach nur wünschen, aber nicht wirklich wollen. Also wir sind nicht wirklich bereit, die Mittel zu ergreifen und vielleicht auf den Kinobesuch zu verzichten und stattdessen halt tief in die Nacht die Hausarbeit zu schreiben. Das sind so alles diese, also in der natürlichen Alltagssprache unterscheiden wir nicht so genau. Also wir sagen oft wollen zu allem Möglichen und wünschen zu allem Möglichen, aber philosophisch kann man da doch ein bisschen strenger. Also es ist ganz schwer, die Sache ganz streng zu machen, diese Unterscheidung, aber da scheint doch irgendwas dran zu sein, diese Unterscheidung. Und Frankfurt versucht es eben, indem er sagt, also wir wollen etwas nur dann, wenn wir es handlungswirksam wünschen. Man könnte auch sagen, so der Wunsch ist nur so eine Art oder ein Überbegriff, ein Allgemeinbegriff und der Wille ist eine Spezies oder sogar ein konkretes Individuum, was unter diesen generellen Allgemeinbegriff fällt. Ja. Also hier wird was wirklich subsumiert. Hier wird individualisiert, während der Wunsch einfach nur so generell ist. Könnte man auch sagen. Hier wird wirklich konkret ein konkreter Fall und ein allgemeinen Wunsch gebracht. Und dieses Konkretisieren, dieses Instanzieren des Wunsches, das wäre der Wille vielleicht. Ja. Also wichtige Unterscheidung zwischen Wille und Wunsch, das ist aber auch schon bei Immanuel Kant so. Also das ist eine ganz kantianische Unterscheidung. Das finden Sie bei Kant. Jemand hat einen Wunsch zweiter Stufe, wenn er entweder einfach einen bestimmten Wunsch haben möchte oder wenn er möchte, dass ein bestimmter Wunsch sein Wille sei. Für diesen zweiten Fall will ich die Wünsche der zweiten Stufe Volitionen zweiter Stufe nennen. Nun glaube ich, dass es für das Personsein wesentlich ist, Volitionen zweiter Stufe und nicht ganz allgemein Wünsche zweiter Stufe zu haben. Es ist logisch möglich, wenn auch unwahrscheinlich, dass ein Handelnder wohl Wünsche zweiter Stufe, aber keine Volitionen der zweiten Stufe hat. Ein solches Wesen, das also Wünsche zweiter Stufe, aber keine Volitionen der zweiten Stufe hat, wäre in meinen Augen keine Person. Als einen triebhaften, englisch wanton, bezeichne ich jemanden, der Wünsche erster Stufe hat, aber deshalb keine Person ist, weil er gleichgültig, ob er Wünsche der zweiten Stufe besitzt, keine Volitionen zweiter Stufe hat. Also jetzt nochmal sehr kompliziert hier formuliert. Was ist jetzt bitte schön ein Wanton? Können Sie das nochmal hier so ein bisschen reformulieren? Das ist ein wichtiger Begriff.
ich habe das so verstanden, dass jetzt jemand ist, der Wünsche hat, aber diese Wünsche aber nicht reflektieren kann, also er hat nicht diesen Wunsch nach einem gewissen Wunsch. Also das bringt er nicht auf. Also er versteht schon, dass er verschiedene Wünsche hat, aber er reflektiert ihn nicht. Also er hat auch nicht diese zweite Ordnung für ihn dann, diese zweite Stufe. Wo er dann sagen könnte, ich würde mir gerne wünschen, oder ich wünsche mir, dass ich den Wunsch habe, etwas zu handeln oder dergleichen. Ja, lesen wir noch mal gerade die entscheidende Passage. Es ist logisch möglich, wenn auch unwahrscheinlich, dass ein Handelnder Wohlwünsche zweiter Stufe, also der Wontan hat Wünsche zweiter Stufe, aber keine Volitionen der zweiten Stufe hat. Also er hat Wünsche zweiter Stufe, aber er möchte sie nicht handlungswirksam werden lassen. Das ist das Entscheidende. Ne? Noch eine Meldung dazu? Ich dachte, dass es so ist, dass er gar nicht dazu kommt, die Handlung dann auszuführen. Das heißt, so Wünsche zweiter Stufe, aber er ist vielleicht durch seine Triebe, also Wünsche erster Stufe, so eingeschränkt, dass er die Handlung nicht durchführen kann. Das wäre eine Möglichkeit, aber ich glaube, Frankfurt denkt den Fall, Marco, du korrigierst mich, dass es möglich wäre, aber es eben gerade nicht gemacht wird, oder? Wie siehst du es? Also jedenfalls sind die Wünsche zweiter Stufe vorhanden, ne, bei einem Wanton. Wünsche zweiter Stufe. Wichtig ist einfach nur, dass er keine Volitionen hat. Also soll ich es vielleicht nochmal versuchen mit einem Beispiel? Ja. Also vielleicht, wenn ich zurückkehre an das Beispiel, wo ich meinte irgendwie, ich wäre so ein kalter Mensch und ich würde mir gerne wünschen, dass ich, wenn einer in Not ist, den Wunsch verspüre, ihm zu helfen. Dann habe ich einen Wunsch zweiter Stufe. Ich wünsche mir etwas wünschen, nämlich in dem Fall den Wunsch zu haben, diesen Menschen zu helfen. Aber nehmen wir an, ich bin auch ein Geizkrank. Also das ist jetzt vielleicht irgendein armer Bettler und ich will aber nicht Geld dadurch verlieren. Dann wünsche ich mir vielleicht den Wunsch zu haben, ihm zu helfen. Aber ich habe nicht auch noch die Volition zweiter Stufe. Dass ich wünsche mir nicht, dass ich ihm auch helfen will. Weil das würde bedeuten, dass ich dann ihm auch wirklich noch Geld gebe. Und dann würde ich ja wieder Geld verlieren. Also dieser Unterschied, den wir hier haben, zwischen Wünschen zweiter Stufe und Volition zweiter Stufe. Also Wünsche zweiter Stufe sind Wünsche, die sich auf meine Wünsche richten. Und Volition zweiter Stufe sind Wünsche, die sich auf meine handlungswirksamen Wünsche richten. Also ich wünsche mir einen bestimmten handlungswirksamen Wunsch zu haben. Das heißt, ich wünsche mir nicht nur irgendetwas abstrakt zu wünschen, dass ich dem jetzt helfe, sondern ich wünsche mir, dass ich diesen Wunsch habe und dass ich aufgrund dieses Wunsches dann auch etwas tue. Also da geht es wirklich um das, was dann auch wirklich am Ende aufgrund meiner Wünsche getan wird oder nicht getan wird. Und so ein Triebhafter oder so ein Wanton wäre eben ein Wesen, das vielleicht Wünsche zweiter Stufe hat. Also das schließt Frank wirklich aus. Also der sich vielleicht wünscht, bestimmte Wünsche zu haben, okay. Aber das ist auf alle Fälle ein Wesen, das sich nicht, das keinen Wunsch hat in Bezug auf handlungswirksame Wünsche. Also ich wünsche mir nicht, das und das handlungswirksam zu wünschen. Also praktisch ein Wanton wäre ein Wesen, was Wünsche zweiter Stufe hat, die nicht handlungswirksam werden müssen. Ne? Ja, genau. Also werden. Genau. Das wäre ein sehr seltener Fall. Ne? Aber es ist logisch, er sagt logisch möglich. Das ist auch typisch für Harry Frankfurt, immer zu sagen, es ist trotzdem denkbar. Es ist logisch möglich, wenn auch unwahrscheinlich. Wobei mich jetzt hier dann so ein bisschen irritiert, dass er sagt, ein Handelnder. Weil hier kommt ja eigentlich das Handlungswirksame dann, also ich weiß nicht, was er damit meint, ein Handelnder. Ja, nee, also ein Wanton kann schon handeln, das ist kein Problem. Aber er handelt nicht aufgrund bestimmter Volitionen zweiter Stufe. Also er handelt nicht, weil er bestimmte Wünsche hat, in Bezug auf welche seiner Wünsche handlungswirksam werden sollen oder nicht, sondern er handelt einfach nur aufgrund seiner Wünsche. Also der kann ruhig auch handeln, also der kann durchaus handlungsfrei. Handlungsfrei wäre, ja, richtig. Also er kann tun, was er wünscht. Also er kann ganz viele Wünsche haben und denen irgendwie dem Spielball seiner Wünsche ausgeliefert sein und die können in Konkurrenz zueinander stehen. Ja. Ist nur, er selber bildet sich keine Meinung darüber,
welche dieser vielen Wünsche, die er hat, handlungswirksam sein soll. Er kann aber einen Wunsch natürlich sich bilden darüber. Aber er kann wünschen, dass dieser Wunsch... Also er könnte sich vielleicht auch eine Meinung bilden, als einen Wunsch jedenfalls. Ja, ja, so sollte man es eigentlich sagen. Aber nicht halt irgendwie, dass diese Meinung, die er sich darüber bildet, dass die ist ihm eigentlich völlig egal, weil sie nämlich nicht zu einer Handlung führen muss oder gar nicht führen kann bei ihm. Ne? Ja. Weil sie nicht... Er macht sich da also tolle Reflexionen. Es wäre praktisch ein willensfreier, der aber nur handlungsfrei ist, könnte man sagen. Einer, der ein handlungsfreier Plus, also ein handlungsfreies Wesen, was noch diese ganzen Reflexionen hat, aber die nicht nutzt letztendlich. Ja. Also ein handlungsfreier Plus sozusagen. Also er kann zumindest diese Reflexion haben. Genau. Gleichgültig, ob er sich auf der zweiten Stufe besitzt. Ja. Jetzt haben wir mehrere Meldungen. Erst hier, ja. Kann es sein, dass er durch die Einführung dieser Position in zweiter Stufe das Restproblem löst? Also durch die Einführung dieser neuen Qualität neben dem Wunsch zweiter Stufe steht, dass es dann nicht mehr zu deinem Request, seiner Request-Gefahr kommen kann, wie du vorher angesprochen hast. Ich glaube noch nicht, dass das jetzt eine Lösung ist. Er kommt jetzt noch auf die Lösung gleich zu sprechen. Hier sind wir noch in der Regressproblematik drin. Warum könnte man nicht nur eine dritte Stufe und so weiter ausbilden müssen, um willensfrei zu sein? Also das ist jetzt noch nicht die Antwort auf diese Lösung des Regressproblems. Ja? Ich habe aber eine Frage, ist das nicht damit diese Modulation zweiter Stufe vielleicht auch eine verwendete Diskriminierung? Also wenn man davon ausgeht, dass jemand zum Beispiel in Ihrem Beispiel sagt, ja, würde ich mir gerne wünschen, großzügig zu sein, ich bin aber als Falter, aber ich bin auch mit 30. Und wenn jetzt aber jemand diszipliniert wurde, eigentlich auch gegen seine innere Neigung, eben das zu tun, was vernünftig ist. Es muss ja nicht immer eine freie Handlung sein. Es kann ja auch einfach eine Konditionierung werden. Also da, wie kann man das dann unterscheiden? Ich denke, das ist ein ähnlicher Punkt, wie wir ihn vorhin angesprochen haben. Dass das nochmal eine zusätzliche Frage ist, die wir dann vielleicht am Ende des Aufsatzes auch ein bisschen uns nochmal anschauen, wo dann Frankfurt eben dann fragt, nein, wie sieht es denn eigentlich aus? Könnten wir vielleicht sogar determiniert zu sein, einen freien Willen zu haben oder nicht? Und er scheint da dem eher positiv zugeneigt zu sein, diesem Gedanken. Und wir scheinen da so ein bisschen... ja, Zweifel zu haben, ob das wirklich schon ausreicht für Willensfreiheit. Aber ja, ich glaube, das geht auf einen ähnlichen Punkt, oder? Genau, noch eine Meldung, dann müssen wir weitermachen. Ja? Ist diese Wanderdifferenzierung nicht sehr spannend, weil jeder Tagtraum würde ja dann bedeuten eigentlich, dass man dann in diesem Zustand oder in diesem Becken gerade mit Wandern wäre. Also dann wären wir im Prinzip alle teilweise Wandern und manchmal auch nicht. Also ich finde ja diese Separierung ist nicht, also man kann es ja sehr radikal denken, weil jeder Tagtraum, den ich ja nicht gleich nachgehe oder den ich als Handlung umsetze oder als Wille umsetze, würde mich dann gleich als fehlerhaft darstellen. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den ich auch noch machen wollte. Also es war so eine Frage einfach. Also weil er kann, das was er meint, kann ja nicht sein, ich bin nur genau in dem Moment eine Person, wenn ich so eine Position zweiter Stufe habe, die mit meinem Wunsch übereinstimmt. Mhm. Das kann es irgendwie nicht sein. Das heißt, ich wäre dann nur in bestimmten Ausschnitten meines Lebens eine Person. Ich glaube, er meint es eher so, das ist ein Wesen, das halt immer wieder mal Willensfreiheit ausübt. Also Willensfreiheit. Und wäre dann vielleicht etwas, ein Wesen, das nie in dem Sinne. Also das heißt, es wäre nicht so, wenn wir dann einen Tagtraum haben und da unsere unverbindlichen Wünsche, die wir auch niemandem erzählen wollen, da so nachgehen, dass wir in dem Moment dann keine Person sind, sondern nur ein Triebhafter und dem anderen Person. So ein bisschen klingt es, also so genau behandelt er diese Frage nicht, aber ich denke, die bessere Lesart wäre... So ein Vermögen anzusetzen, oder? Dass man sagt, also eine Person ist ein Wesen, was das Vermögen hat, eben Volition zweiter Stufe auszubilden, die handlungswirksam werden können. Ein Wanton hätte dieses Vermögen gar nicht, das handlungswirksam werden zu können. Genau, also ich denke auch, man muss es eher so lesen, damit wir nicht in diese komische Ansicht kommen, dass wir immer dann nur einen ganz kurzen Ausschnitt des Lebens Person sind. Genau. Wenn es so ist, dann wäre es irgendwie total kontraintuitiv zu sagen, der Personenbegriff hat irgendeine normative Bedeutung. Weil dann würde es heißen, nur in dem Moment, wo wir frei handeln,
haben wir zum Beispiel auch ein Recht auf Leben und so weiter. Mhm. Und wenn wir dann gerade schlafen, haben wir kein Recht auf Leben. Das heißt, wenn uns da jemand umbringt, dann so what, das war keine Person. Ja. Das kann es nicht sein. Aber andererseits, wenn es wirklich nur um die Fähigkeit oder wie meinst du, Vermögen, ja. Mhm. Dann ist wiederum die Frage, ob das dann noch so klar ist, weil er schließt ja mehrere Menschen aus. Mhm. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Und da hatte ich dann die Frage, ist es dann so klar, dass Kleinkinder dieses Vermögen nicht haben? Ja, das ist so eine spannende Frage. Klar ist vielleicht, dass sie diese Evolution zweiter Stufe noch nicht haben am Anfang. Aber wenn wir sagen, also das tatsächlich vorhanden sein, so eine Evolution zweiter Stufe, kann natürlich nicht das Entscheidende sein, eine Person zu sein, sondern höchstens irgendwie das Vermögen oder die Anlage zu haben. Und sollten wir dann nicht auch, also das ist eine Spannung, die ich im Text. Genau. Und jetzt bringe ich noch ein zentrales Zitat. Er sagt ein bisschen weiter auf Seite 73, wenn ich nun behaupte, dass das wesentliche Moment des Personseins nicht in der Vernunft, sondern im Willen liegt, also es ist eher ein Voluntarist sozusagen, so will ich damit natürlich nicht unterstellen, dass ein Wesen ohne Vernunft eine Person sein kann. Denn allein dank ihrer Vernunft ist eine Person fähig, sich ihres eigenen Willens kritisch bewusst zu werden. Hier haben wir das Kritische. Und Volition zweiter Stufen zu bilden. Daher setzt die Willensstruktur einer Person voraus, dass sie ein vernünftiges Wesen ist. Also Vernunft ist sozusagen notwendig, ne? Aber noch nicht hinreichend für Willensfreiheit. Und jetzt will ich mal noch kurz, wir gehen das nächste Mal auch noch mal kurz ein. Also hier noch ein Zitat, wenn eine Person handelt, dann leitet sie entweder der Wille, den sie haben möchte, oder ein Wille, den sie los sein will. Wenn einer triebhaft handelt, dann, das ist ein falsches Wort, ne? Dann keines von beiden, ja, das Gut muss weg, ja. Und jetzt gehen wir noch ganz kurz am Schluss, würde ich sagen, auf die Handlungs- und Willensfreiheit ein, das ist auch noch wichtig. Es scheint mir naheliegend und auch nützlich, die Frage, ob jemand einen freien Willen hat, möglichst genau in Analogie zu der Frage zu konstruieren, ob jemand Willensfreiheit genießt. Nun ist Handlungsfreiheit jedenfalls im groben Umriss die Freiheit zu tun, was man tun möchte. Das haben wir schon besprochen. Entsprechend besagt die Behauptung, dass jemand sich eines freien Willens erfreut, ebenfalls grob umrissen, dass er frei ist zu wollen, was er wollen möchte. Das ist also wollen, was man will. Genauer heißt das, dass er frei ist, den Willen zu haben, den er haben möchte. Genauso wie die Frage nach der Freiheit einer Handlung darauf zielt, ob sie auch die Handlung ist, die der Betreffende ausführen möchte, so bezieht sich die Frage nach der Willensfreiheit darauf, ob der Wille, den einer hat, der Wille ist, den er haben möchte. Das ist eine ganz analoge Bestimmung zwischen Willensfreiheit und Handlungsfreiheit. Genau, und darauf hatte sich meine Bemerkung bezogen, dass jetzt diese ärmere Klasse, die genmanipuliert ist, vielleicht ja auch den Willen hat, den sie haben möchte. Mhm. Und trotzdem scheint irgendwas an ihm nicht frei zu sein. Ja, und hier kommt jetzt dieses Sicherstellen. Ne? Nächstes Zitat, jemand macht also dann von seiner Willensfreiheit Gebrauch, wenn er sicherstellt, dass sein Wille und seine Evolution zweiter Stufe übereinstimmen. Könnte nicht dieses Sicherstellen auch in deinem Beispiel bedeuten, dass er sicherstellt, dass auch die Evolution nicht nur von außen induziert sind? Ist die Frage, ne? Ist es etwas, was innerhalb sozusagen, das ist die große Frage, praktisch, ich nenne das jetzt mal hier V1 und V2, interessiert nur das hier oder interessiert auch das hier, was dazu geführt hat? Interessiert ihn nur dieses Setting der vorliegenden Volition oder Wünsche? Oder interessiert ihn auch noch die Herkunft des Ganzen? Ja? Ja, und also ja, das ist auch interessant. Also man könnte das sicherstellen, so lesen, dass man es unabhängig irgendwie von diesen äußeren Einflüssen oder unabhängig von äußeren Ursachen. Und dann ist halt wiederum die Frage, warum Frankfurt dann glaubt, dass wir uns bei dem Terminismus vereinen. Ich mache ihn jetzt ganz stark. Dieses Sicherstellen betrifft, glaube ich, nur diese Übereinstimmung und nicht die äußeren Bedingungen. Das habe ich jetzt nur so noch reingebracht, um ihn ein bisschen stärker zu machen. Aber ja? Ja, die Evolution zweiter Stufe ist dann eine rein vernunftsmäßiges Gute Frage. Offensichtlich nicht. Also bei Kant, oder jedenfalls nicht im Sinne des moralisch Vernünftigen. Also bei Immanuel Kant ist es so, der sagt, wir sind nur dann frei, wenn wir Volition zweiter Stufe auf Basis moralischer Überzeugungen entwickeln. Das ist eine gute Frage. Also
ich denke mal, Vernunft muss jetzt nicht heißen bei Harry Frankfurt, dass es jetzt vernünftig ist im Sinne des streng logischen oder auch des streng moralischen. Wir können uns nach Harry Frankfurt, so wenn ich ihn richtig verstehe, auch Volition zweiter Stufe bilden, die jetzt eben tendenziell unvernünftig sind, die eben unserer Persönlichkeit Ausdruck verleihen. Wir müssen zwar zur Bildung gekommen sein durch den Einsatz von Vernunft, aber sonst würde es ja auch heißen, dass wir nur dann ganz frei sind, wenn wir maximal rational handeln oder wenn wir nur den Vernunftgesetzen unterliegen. Ja? Also ich glaube, es muss einfach eine Volition gebildet werden, deren Bildung sich dem Gebrauch der Vernunft verdankt, aber die selbst von ihrem Status her jetzt nicht rein rational sein muss. Also ich glaube, es ist einfach der Weg, wie wir hinkommen zu der Volition. Oder wie siehst du es, welchen Status muss diese... Die Schwierigkeit, die da liegt, ist so eine kantische Schwierigkeit eben, dass wenn diese Volition zweiter Stufe auch wirklich die beste, auch vernünftigste Volition in dem Zusammenhang sein muss, dann scheint es irgendwie nicht denkbar zu sein, dass wir dann auch frei sind, wenn wir etwas Böses oder Unvernünftiges tun. Und das ist natürlich eine große Schwierigkeit, weil nichts irgendwie böse in einem emphatischen Sinn sein kann, was wir nicht aus Freiheit haben. Ja. Also das ist so eine Schwierigkeit hier, aber das... Also es muss nicht eine rein rationale Volition sein. Sie muss nur mittels Rationalität gebildet worden sein. Entscheidend ist für Frankfurt der Wille. Der Wille ist immer noch wichtiger als die Vernunft. Es muss also ein individueller Willensausdruck sein. Eine Volition, die mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Individualität sehr intim zusammenhängt. Und das muss jetzt nicht ein perfekt rationaler Wille sein. Aber wenn die anderen Dinge nicht von der Vernunft bewertet oder kategorisiert werden, dann ist es doch rein zufällig, wie die sich dann auf die Willensbildung auswirken, außer die Vernunft wägt es so sehr ab, dass dann die Entscheidung doch oder die Willensbildung am Ende doch rein vernunftsmäßig ist. Es ist eben nicht so, dass die Vernunft als Akteur gedacht wird bei Harry Frankfurt, sondern schon die Person, die die Vernunft gebraucht. Also es ist immer ein willentlicher Gebrauch der Vernunft. Also sagen Erkenntnis und Interesse. Ich gebrauche die Vernunft aus einem bestimmten Interesse, persönlichen Interesse heraus. Aber entscheidend ist für ihn, glaube ich, dass die Vernunft gebraucht wird. Und der Akteur der Willensbildung ist eben die Person und nicht die Vernunft. Und auch nicht der Wille sozusagen. Aber man spricht eben häufig so, wie Sie richtig sagen, nicht, dass die Vernunft etwas tut. Aber das wäre für Frankfurt eine Personifikation der Vernunft. Also es ist die Person, die die Vernunft gebraucht, die sich der Vernunft bedient, um ihre Volition zu bilden. Und darin kann sie ihre Individualität zeigen. Oder wie siehst du es, Marco? Auf alle Fälle. Also das ist ganz wichtig, dass man da nicht irgendwie... Also das ist so eine Tendenz, die man vielleicht bei Kant findet, dass man so, zumindest an der Textoberfläche, dass man so die Vernunft so hypostasiert zu einer eigenen Entität, sondern es ist da schon, also bei Frankfurt sicher die Person. Aber ich glaube, da ist eine Schwierigkeit verborgen, also das ist eine ganz entscheidende Schwierigkeit, weil man müsste natürlich sagen, okay, aber muss ich nicht auch irgendwie mehr, also die ganze Handlung, die am Ende rauskommt, scheint mir vernünftig zu sein, wenn ich mir auch vernünftig Überlegungen gemacht habe über die Volition zweiter Stufe. Und da scheinen wir in den Regress zu kommen, weil dann muss ich nochmal die Volition zweiter Stufe hinterfragen und dann kommen wir in die dritte. Und das ist, die Frage ist, ob es nicht vielleicht manchmal vernünftig sein kann, die Vernunft auszuschalten, weil man sonst nie etwas tut. Also das ist so dieses Regressproblem, das sehe ich da so ein bisschen. Und das ist ein schwieriges Problem. Ja. Und das ist auch, glaube ich, ein gutes Schlusswort, die Vernunft jetzt auszuschalten, weil wir eben leider schon über der Zeit drüber sind. Sie sehen, wir sind noch nicht durchgekommen. Wir müssen in der nächsten Sitzung nochmal zurückkommen, vor allem auf dieses Regressproblem und lesen dann aber in der zweiten Hälfte einen Text von Peter van Inwegen, oder? Noch einen von Frankfurt, genau, den über alternative Möglichkeiten. Genau, nehmen wir den noch mit dazu. Okay, also dann bis zur nächsten Sitzung.